Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge vom Rise of the Tomb Raider DLC. So, es gibt da zwei DLCs. Nein, nicht das. So, Crofts Anwesen. Da, die Geschichte Blutsbande und neue Expansion Laras Albtraum. Dann sage ich mal, wir machen erstmal die Blutsbande. Mal schauen, was da uns erwartet. Unser DLC. Letzte Aufforderung an Lara Croft, derzeitige Mieterin des Anwesens. Hiermit benachrichtigen wir Sie letztmalig über die Beendigung Ihres Besitzrechts am Croft-Anwesen. Wir fordern Sie auf, besagtes Anwesen unverzüglich zu räumen und zu übergeben an Atlas de Mornay, Nachlassverwalter. Lara, ich bedauere, dass du mir in dieser Angelegenheit keine Wahl lässt. Wie du weißt, haben deine Eltern mich im Falle ihrer Abwesenheit zum Nachlassverwalter bestimmt. Seit dem Verschwinden deiner Mutter wurde sie nie offiziell für tot erklärt. Und die Umstände und den Tod deines Vaters legen nahe, dass er kein formelles Testament hinterlassen hat, das diese Situation regelt. Leider hast du keinen rechtlichen Anspruch auf das Anwesen. Ich zahle dir eine monatliche Summe aus deinem Treuhandvermögen, wenn du das Anwesen bis Ende der Woche verlässt. Stell dich nicht gegen mich, Lara. Das hätte deine Mutter nicht gewollt. Hochachtungsvoll, Atlas. Es muss ein Testament geben oder irgendwo auf dem Anwesen einen Beweis, was Mom zugestoßen ist. Dead safe. Dead safe, okay. Eine Zahlenkombination muss irgendwo in Dads Papieren sein. Vielleicht in der Bibliothek. Dads Karte der vergessenen Städte Nordsyriens. Er war dem Grab des Propheten schon näher, als er ahnte. Das Buch über Unsterblichkeitsmythen könnte ganz nützlich sein. Okay. Endlich habe ich Richard der Familie vorgestellt. Es lief genau wie erwartet. Meine Mutter eisig, aber höflich. Mein Vater gleichgültig und desinteressiert. Atlas mit kaum verhohlener Verachtung. Natürlich missbilligen sie ihn. Für sie ist Lord Croft der Mann, der ihre geliebte Tochter geraubt und ihre langjährige Verlobung gesprengt hat. Ich hätte diesen widerlichen Earl of Farrington sowieso nie geheiratet. Man sollte meinen, sie wären froh, dass mir ein echter britischer Lord den Hof macht. Und das ist zufällig Richard Croft. Für sie der Mann, der im Alleingang eine einst große Familie ruiniert hat. Aber ich kann nichts daran ändern. Wie Richard ihre unterschwelligen Beleidigungen ertragen hat, so würdevoll und ruhig. Das hat er meinetwegen getan und bestätigt, was ich nicht länger leugnen kann. Ich bin völlig hoffnungslos in ihn verliebt. Es kümmert ihn nicht, was man über ihn denkt. Und ehrlich gesagt, mich auch nicht. Es wird Mutter das Herz brechen, aber ich kann nicht das Leben leben, das sie für mich will. Meine Zeit mit Richard hat das umso deutlicher gemacht. War bestimmt schwer für Mom, sich gegen ihre Familie zu stellen. Aber mich freut es. Es ist vermutlich mein Großvater Benjamin. Ein Bild mit Dad und Anna. Ich habe Kleider nie gemocht, aber die Farbe war schön. Dad hätte mich gerne nach Oxford geschickt, aber ich wollte ans UCL. Ja, sieht echt aus. Roth wollte mir ein Diplom fälschen, damit ich's Dad zeigen kann.
einfach unglaublich. Ich habe heute jemanden kennengelernt, ganz unerwartet. Es hatte wohl nicht sollen sein. Ich war so in meine Arbeit und meine jüngsten Entwicklungen vertieft. Ich habe meiner Umwelt keine Beachtung geschenkt. Doch da saß sie, an einem Tisch in der Bibliothek. Sie heißt Amelia und studiert offenbar direkt neben mir. Ausgerechnet Kunstgeschichte. Wieder mein besseres Wissen habe ich ihr von einigen meiner Forschungen erzählt. Ich wollte sehen, wie sie reagiert. Und sie hat mich nicht enttäuscht. Plötzlich war mir wie bei einem geistigen Schachspiel. Ein Schachspiel aus Argumenten. Irgendwann musste die alte Bibliothekarin uns wie kleine Kinder zum Schweigen ermahnen. Ich komme mir so dumm vor, sie nicht früher bemerkt zu haben. Sie ist eine tolle Frau. Die erste, die je meine Ideen hinterfragt hat. Ich weiß jedoch nicht, ob sie sich gerade genauso beschwingt fühlt wie ich. Doch ich glaube, unsere Unterhaltung hat uns beide angeregt. Meine Eltern waren ein gutes Team, haben sich gegenseitig gefordert. Meine Geburtstagskrone. Auf das Ding war ich so stolz. Das ist meine Handschrift. Ich hatte eine echt schöne Schrift. Tree Breath of the... ich kann das nicht lesen. Na, da ist was. Eine von der Tsiruba-Masken. Das Geschenk eines Freundes von der Nigeria-Expedition. Die Tür zur Bibliothek. Verschlossen. Es muss noch einen Weg hineingeben. Diese Karte habe ich für meine erste Expedition mit Dad gemacht. Darauf ist ein Weg zur Bibliothek durch die Dienstbotengänge. Moment, ich kann durch den alten Dienstbotengang in die Bibliothek. Dads Artefakte aus dem Niltal, die habe ich mir immer so gern angesehen. Nach seinen Ägypten-Expeditionen war Dad fasziniert von Unsterblichkeitsmythen. So, was gibt's noch für uns? Hi, Dad. Ich denke in letzter Zeit viel an Mom. Ich weiß so wenig über sie. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war sie so? Winston sagt, sie war eine tolle Künstlerin. Sind ihre Gemälde im Westflügel weggesperrt? Und... ich glaube, ich will einfach nur wissen, hat sie mich geliebt, Dad? Hat sie das je gesagt? Vielleicht bin ich nur albern, aber wenn ich das nächste Mal heimkomme, erzählst du mir dann mehr von ihr? Hallo, Sir Lancelot. Keine Angst, diesmal leihe ich mir dein Schwert nicht aus. Halle. Als Kind habe ich hier so gern gespielt. Die muss zuerst renoviert werden. Eine Phönixfigur hat bestimmt Dads Idee der Unsterblichkeit angesprochen, aus der Asche heraus neu geboren zu werden. Ah, da ist was. Das gehört Anna. Die meisten ihrer Sachen sind im Gästehaus. Was hatte sie hier drinnen verloren? Da ist noch nichts. Hä? Da hat jemand Sinn für Humor.
Lara, du weißt doch, dass der Westflügel tabu ist. Tut mir leid, ich wollte nur schauen. Das Thema hatten wir schon. War hier Mams Zimmer? Bleib einfach da raus, Schatz. Dad hat den Westflügel immer so abgeschottet. Ich brauche einen Schlüssel zum Öffnen. Was sitzen Sie da auf dem Boden herum, Fräulein Lara? Ich sehe mir den Kompass an und denke nach. Worüber, wenn ich fragen darf? Bloß darüber, ferne Orte zu entdecken, Abenteuer zu erleben. Das werden Sie, kleine Lady. Sie haben eine Entdeckerseele, aber werden Sie nicht zu schnell groß. Das Angebot kam letzte Woche per Post und ich habe Richard noch nichts erzählt. Er ist schon in Tibet und ich fliege bald nach. Ich habe ihm nie gesagt, dass ich meine Werke eingereicht habe, weil ich nie dachte, dass sie angenommen würden. Aber eine Galerietour darf ich mir nicht entgehen lassen. Ich werde über ein Jahr nicht in England sein. Sie beginnt in New York und geht dann weiter durch die USA und... Herrje, schon beim Schreiben wird mir schwindelig. Nach unserer Hochzeit wollte ich meine Malerei nur noch als Hobby betreiben. Doch Richard war dagegen und gab mir das Atelier und das Studio. Ohne diese Unterstützung würde ich vielleicht noch immer öde Landschaften malen. Nun werde ich das alberne Gefühl nicht los, dass es Verrat wäre, jetzt fortzugehen. Er wird darüber lachen und darauf bestehen, dass ich annehme, auch wenn ihm die Trennung das Herz brechen wird. Er hat mich nicht einmal gebeten, seinetwegen ein Stück meines Lebens zu opfern. Natürlich habe ich mit der Zeit viele kleine Opfer gebracht, aber verlangt hätte er das nie. Die darf ich bei meiner nächsten Reise nicht vergessen. Hey, Jonah. Jetzt kann ich mich leid, im Dunkeln umsehen. Tut mir leid, dass ich mich erst so spät melde. Ich will ein bisschen auf dem Anwesen nachforschen. Es ist viel passiert und ich brauche Zeit, um zu überlegen, was ich als nächstes tue. Das alte Haus steckt voller Erinnerungen und Geheimnisse. Onkel Atlas hat mich so lange von hier fernhalten wollen, ich weiß nicht mal, ob ich es behalten will. Aber nach allem, was passiert ist, finde ich vielleicht heraus, was es mir noch bedeutet. Dafür nehme ich es mit ihm auf. Ich erzähle dir alles, wenn ich wieder in London bin. Taschenlampe. Die Taschenlampe geht beim Betreten dunkler Bereiche automatisch an. Okay, gut. Lara, seit du von der Yamatai-Expedition zurück bist, beunruhigt mich dein sprunghaftes Verhalten zunehmend. Ich vermute, du hast eine Art psychisches Trauma erlitten und dein Benehmen ist ein Hilferuf. Du sollst wissen, dass ich dich laut und deutlich höre. Anna und ich finden, dass du dich von einem Fachmann untersuchen lassen solltest. Ich war so frei, einen Termin bei einem sehr qualifizierten Kollegen von mir zu vereinbaren. Näheres dazu erhältst du in Kürze per Post. Ich möchte betonen, wie wichtig das ist, Lara. Als Nachlassverwalter ist es meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass das Anwesen in fähigen Händen ist. Offen gesagt verhältst du dich wie dein Vater zu seinen schlimmsten Zeiten. Damals hätte er das Anwesen fast selbst verloren. Ich möchte nicht, dass du seine Fehler wiederholst. Bitte, nimm meine Hilfe an. Hochachtungsvoll, dein Onkel. Eins von Dads Unsterblichkeitsartefakten. Ich glaube, Roth hat's für ihn von einem griechischen Händler mitgebracht. Keine Ahnung. Ich sollte mich mal mit meinen Vorfahren beschäftigen. So.
so. Was gibt's denn hier? Was Neues? Ach, da. Amelia, Mutter hat davon erfahren. Sie weiß, dass du deine Verlobung mit dem Earl of Farringdon aufgehoben hast. Sie ist außer sich vor Sorge, aber noch hält sie die Nachricht zurück. Es heißt nur, du hättest kalte Füße bekommen. Aber sobald deine Affäre mit Lord Croft bekannt wird, ist es zu spät. Dann ist unser Name ebenso ruiniert wie der Mann, mit dem du verkehrst. Siehst du nicht, wie egoistisch du bist, Amelia? Denk an die Familie, du bist eine de Mornay. Alles, was du tust, wirkt sich auch auf uns aus. Ich komme bald nach London. Überstürze nichts, bis wir geredet haben. Wow, gruselig, ey. Zum Glück keine Waffen, ey. Nur forschen. Alles verfällt. Ich sollte meinem Onkel das Haus überlassen. Es heißt, zusammen zu reisen wäre eine gute Beziehungsprobe. Tja, diesen Test haben Emilia und ich mit Bravour bestanden. Die letzten paar Monate in Ägypten waren einfach nur außergewöhnlich. Sie und Roth sind wie alte Studienfreunde. Mehr als eine Nacht haben sie bis in die frühen Morgenstunden durchzecht und Karten gespielt. Trotz ihrer vornehmen Erziehung kommt Emilia mit dem komfortlosen Leben besser zurecht als ich. Sie ist so einfühlsam, dass sie überall sofort Anschluss findet. Dank ihr hatte ich einen unerwarteten Durchbruch in meinen Forschungen. Sie hat einen Artefakthändler in der Altstadt überredet, mir eine wunderschöne, ungewöhnliche tibetanische Schriftrolle zu verkaufen. Soweit ich sagen kann, enthält sie Angaben zu einem Unsterblichkeitsritual. Ich glaube, ich sollte mit Emilia den nächsten Schritt wagen. Ich kann wirklich nicht mehr länger warten. Morgen halte ich um ihre Hand an. Unter der Sonne Ägyptens, inmitten von Staub und Ruinen. Wundert mich nicht, dass er sie so ganz spontan gefragt hat. Okay, nach unten. Wow, das hab ich erschreckt, Alter. Amelia, ich weiß, wir hatten in den letzten Jahren unsere Differenzen. Ich habe versucht, deine Beziehung zu Richards zu tolerieren, aber ich kann dich nicht stillschweigend auf diese unausgereifte Expedition gehen lassen. Du sagst, Richards Theorien hätten Potenzial, dass er vielleicht wirklich eine mythische geheime Wahrheit entdeckt habe. Aber ich sehe nichts, das diese Behauptung stützt. Und auch wenn mir dein Wort früher gereicht hätte, kann ich dich nicht deinen Namen und Ruf ruinieren lassen. Und den unserer Familie, um ehrlich zu sein, für einen irrsinnigen Kreuzzug. Ich werde Richards Investoren erzählen, wie er ihr Geld verplempert, aber ich möchte dir die Chance geben, das Ganze selbst zu beenden. Bitte, geh nicht nach Tibet. Wenn nicht um meinetwillen, dann wenigstens für Lara. So gruselig wie früher. My Lord, ich hoffe, die Expedition verläuft erfolgreich und Sie sind wohl auf, bevor ich Sie mit geschäftlichen Dingen langweile. Sollten Sie wissen, dass unser kleiner Engel Unfug getrieben hat. Wie üblich habe ich mit ihr Schach gespielt. Im Verlauf des Spiels brachte sie das Gespräch auf ihre Mutter. Sie kann sich kaum mehr an sie erinnern und wollte ins Atelier ihrer Ladyschaft, das sie verschlossen haben, um das Klavier ihrer Mutter zu spielen. Sie wurde natürlich wütend, als sie nicht hinein durfte. Für jemand so Junges sind ihre Gefühle sehr stark. Später am Tag stellte sie mir eine Falle, ausgerechnet in der Kühlkammer. Bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte sie mich eingesperrt. Mrs. Sheffield fand mich eine Stunde später zitternd und recht verärgert.
Wir brauchten eine weitere Stunde, um Lara zu finden. Ich kenne natürlich all ihre Verstecke, aber diesmal wollte sie nicht gefunden werden. Ich merke, wenn sie verstimmt ist, vielleicht, weil ich sie schon so lange kenne. Mein Lord, wenn ich so frei sein darf, sie vermisst sie schrecklich. Ihr fehlt ihr Vater. Vielleicht könnten sie baldmöglichst anrufen. Armer Winston. Ich weiß noch, wie wütend ich war. Er hatte immer so viel Geduld mit mir. Ja, das stimmt. Hm? König nach D1. Diesmal gewinne ich Winston. Kluges Mädchen. Aber inzwischen müssten Sie wissen, dass Gewinnen nicht alles ist. Dame nach C6. Schach. Du hast leicht reden. Du gewinnst immer. Springer schlägt Dame. Was ich damit sagen will, genießen Sie die Reise, Lara. Stürmen Sie nicht zum Sieg. Läufer nach D7. Ich weiß, Winston. Ich will nur... Oh nein, das habe ich übersehen. Sie müssten wissen, dass auf diesem Brett nicht mit mir zu spaßen ist, junge Dame. Schachmatt. Ich gewinne schon noch. Irgendwann. Darauf habe ich mit unserem alten Butler Winston Schach gespielt. Ich habe nie gewonnen. Ja, wo ist das? Untersuchung. Ich habe immer weiß gewählt, ob ich mal gewonnen hätte, wenn er angefangen hätte. Ich stehe am Scheideweg. Gott, was für ein Klischee. Aber es ist wahr. Zwei Wege, beide Kompromiss wie auch Freude. Ein Leben mit Richard, Abenteuer, geistige Herausforderung, vielleicht eine Familie. Doch auch ein Mann, besessen von etwas, das ich nicht verstehe. Und ein Leben voller Verpflichtungen. Den Namen de Mornay aufrechterhalten, unsere Traditionen. Nicht die Familie zu verlieren, die mich großgezogen hat. Was für eine gemeine Wahl. Ich will sie nicht verlieren. Aber ich liebe das Leben, das ich mit Richard begonnen habe. Auch er ist nicht perfekt, aber damit kann ich leben. Wird das genug sein? Komm schon. Alles ist so gut wie fertig für Fräulein Laras Geburtstagsüberraschungsexpedition. Es war nicht einfach, die Sache zu organisieren und geheim zu halten. Sie ist besessen von Ägypten und lernt Hieroglyphen und alte ägyptische Bezirke. Sie wird sich so über Lord Crofts Idee freuen. Das wird ihr gut tun. Sie ist in letzter Zeit sehr aufmüpfig, aber sie sucht nur die Aufmerksamkeit ihres Vaters. Er vergräbt sich in seiner Arbeit. Bei dieser Gelegenheit können die beiden wieder zueinander finden. Und ich glaube, er braucht das ebenso sehr wie sie. Ah, stimmt, ja. Hat guten Wein geliebt. Ich rieche nach seinem Lieblingsbordeaux. Dad, das ist er! Der Keller der Verzweiflung. Ja, Lara, sei mutig. Dies ist der einzige Weg zur Bibliothek des grenzenlosen Wissens. Davon! Siehst du die Schnur? Ein alter ägyptischer Stolperdraht. Die Hüter des Wissens wollen ihre Schätze bewahren. Vorsichtig jetzt! Lass mich vor! Ich kann alle Fallen aufspüren! Und wie du das kannst, mein Schatz, geh vor!
eine von Winstons Seilfallen für meine Geburtstagsexpedition. Winston hat dafür meine Haarbänder benutzt. Er und Dad haben sich für meinen Geburtstag echt ins Zeug gelegt. Wasserschäden von der Haupthalle hier drüber. Okay, was gibt's denn da zu sehen? Oh, mein Stoffbär. Was wäre ein Grab schon ohne eine Mumie? Das Anwesen ans Stromnetz anzuschließen. Dad sagte immer, Oma hätte grelles Licht gehasst. Hier fehlt eine Seite. Amelia ist fort. Sie hat gepackt und ist gegangen. Und ich habe es nicht einmal bemerkt. Wie damals in der Bibliothek von Oxford, bevor wir uns trafen. Vertieft in ein Buch, gefangen in meiner eigenen Welt. Ich bin ein Narr. Zu lange schon herrscht meine Obsession vom Ritual des langen Lebens über meinen gesunden Menschenverstand. Und vielleicht ist es zu spät. Wieso habe ich es nicht kommen sehen? Wieder und wieder mache ich diesen Fehler. Ich stelle meine Forschung über mein Privatleben. Aber es hat noch nie so wehgetan. Ich kann nicht ohne sie leben. Wenn ich diese verfluchte Suche aufgeben muss, die mich schon so lange quält, dann bitte. Ich laufe ihr nach. Sofort. Noch heute. Okay, das Hauptbuch muss hier irgendwo sein. Hoffentlich mit der Kombination für den Safe. Sir Reginalds Helm ist runtergefallen. Oder habe ich ihn nicht richtig aufgesetzt? Ich kenne die Musik. Sie ist wunderschön. Ich mach lieber aus. Merk dir die Kombination, du alter Narr. Laras Expeditionsschatz, mein Lieblingsgemälde von Amelia, unser Hochzeitstag. Okay, das müssen wir uns merken. Okay, diese Objekte muss ich finden, um die Safe-Kombination zu entschlüsseln. Hier ist noch was anderes. Dads Feuerzeug, aber benutzt hat er es meines Wissens nie. Das Croft-Familienwappen und Initialen. EC. Ob das meinem Großvater gehört hat? Feuerzeug. Okay, jetzt müsste ich den Kamin anzünden können. Okay. Ich habe das Kloster erreicht. Wie Roth gesagt hat, es war tief im Himalaya versteckt. Und jetzt, wo ich auf diesen hohen Steinmauern stehe, bin ich überwältigt von der Schönheit der Berge um mich herum. Es ist atemberaubend. Nicht nur ihre Erhabenheit, sondern auch die Wahrheit, die dieser Ort birgt. Die Mönche hießen mich willkommen, schienen mich sogar erwartet zu haben. Sie müssen gewusst haben, dass eines Tages jemand wie ich hier nach Antworten suchen würde.
Ich weiß, dies ist der Ort. Sie haben das Ritual schon früher vollzogen. Die Beweise sind eindeutig. Die typischen Symbole in den Böden. Die Gemälde an den Wänden der inneren Kammer. Sie haben das Elixier schon einmal zubereitet. Und werden es wieder, wenn ich Sie überzeugen kann. Ich habe Emilia sofort benachrichtigt. Bei dieser Entdeckung will ich Sie an meiner Seite. Bert hat ein Elixier gesucht. Das Elixier des Lebens? Ich habe eine kleine Karte für Laras Geburtstagsexpedition gemacht. Mit der Geheimtinte, die Emilia mir damals in Marokko gekauft hat. Ich weiß noch, wie sauer ich auf diesen aggressiven Straßenhändler war. Aber sie hat nur ihr strahlendes Lächeln gelächelt und ihn einfach bezahlt. Ich hielt es für eine Touristenabzocke, aber es funktioniert. Man braucht eine bestimmte Pergamentart und eine Wärmequelle, um die Tinte nach dem Trocknen sichtbar zu machen. Das wird eine nette kleine Herausforderung für Lara. Okay, was steht da? Einer von Winstons Zetteln. Er hat immer Süßes für mich versteckt. Jetzt erinnere ich mich. Jeder Bezirk im alten Ägypten hatte ein Symbol und eine Zahl. Ich fand die Symbole schon immer schöner als die Zahlenhieroglyphen. So, mal sehen. Diese beiden Mythen verweisen auf das gleiche Quellenmaterial. Aber wo habe ich das Bild gesehen? Dad, ich glaube, hier ist es. Im Kapitel über die Bezirke Ägyptens. Tja, ja, ich glaube, du hast recht, Lara. Ich erinnere mich an die Seite mit dem Bild von Ra. Meine Güte, du hast wirklich aufgepasst, was? Das könnte ein bedeutender Durchbruch sein. Heißt das, ich bin deine Forschungsassistentin? Das und noch mehr, mein Schatz. Das war eins meiner Lieblingsbücher hier. Ich habe die Hieroglyphen immer nachgemalt. Ich erinnere mich. Das waren schöne Zeiten. Die besten. Ich habe immer akzeptiert, dass Richards recht unorthodoxe Forschungen etwas sind, mit dem ich leben muss. Aber diesmal hat mich der Nervenkitzel der Entdeckung gepackt. Ich hätte nie geahnt, dass mich das so fesseln könnte. Richard hat mir telegrafiert, er hat das Kloster gefunden. Das Symbol aus der Schriftrolle war der Schlüssel zu seinem Standort. Ich weiß nicht, ob ich wirklich glaube, dass das zu dem legendären Elixier des Lebens führen wird, aber ich spüre, dass dort ein großes Geheimnis auf uns wartet. Mein Bruder hat gedroht, der Expedition ein Ende zu machen, aber das habe ich ihm vorerst ausreden können. Jetzt fliege ich zu Richard. Ich würde Lara gern mitnehmen, aber sie ist noch zu klein. Bei Winston ist sie in guten Händen. Und wenn wir zurückkommen, sind ihre Eltern vielleicht berühmt. Okay, Kamin anmachen. Wurde in der Bibliothek gemacht. 1820. Anbauten der Haupthalle in Arbeit. Oh, okay, stimmt. Als Kind bin ich mal böse von diesem alten Ding gefallen. Ab und zu tut mir die Schulter immer noch weh. Oh, stimmt ja. Leer.
Bis auf das Bild eines Schlüssels. Ich erinnere mich an diese Karte. Sie führt zum Hauptschlüssel. Aber wir haben eine Geheimtinte benutzt. Man konnte sie nur über einem Feuer lesen. Okay. Ich glaube, ich habe als Kind hier einen von Winstons Hauptschlüsseln versteckt. Ich sehe die Karte. Der Schlüssel steckt wohl unter einer Truhe beim Bücherregal. Unter einer Truhe der Bücherregal. Das X markiert den Punkt, wie man so sagt. Schlüssel. Damit komme ich in den Westflügel. Okay, er öffnet die meisten Türen auf dem Anwesen. Auch den verbotenen Westflügel. Okay, machen wir mal. Ich glaube, in der Bibliothek sind vielleicht noch mehr Hinweise. So. Das Croft-Familienwappen. Wir alle hoffen, Ihre Arbeit wurde auf der Konferenz gut aufgenommen und freuen uns auf Ihre Rückkehr. Wie so oft bei diesen Schreiben wollte ich Ihnen von einem Zwischenfall mit unserem kleinen Engel berichten. Offenbar haben sich die anderen Mädchen an Laras Schule über sie lustig gemacht. Soweit ich entnehmen konnte, haben die jungen Damen sie damit aufgezogen, dass sie zu jungenhaft sei. Sie ziehen sie nicht noch einmal auf. Doch ich glaube, die Worte haben sie getroffen. Ich glaube, Lara vermisst ihre Mutter in letzter Zeit. Sie sorgt sich, dass sie nicht wie die anderen Mädchen ist. Da sie nur mit ihrem Vater aufgewachsen ist, verwundert es kaum, dass sie keinen Bezug zu ihnen hat. Vielleicht wäre ihre neue Freundin Anna ein willkommener Einfluss. Sie könnten sie doch einmal mitbringen, damit Lara sie kennenlernt. Den richtigen Moment dafür zu finden, überlasse ich Ihnen. Eine sichere Rückreise. Hochachtungsvoll, Winston. Okay. Mams Atelier. Vielleicht hat es kurz nach ihrem Tod verschlossen. Bestimmt konnte er den Gedanken nicht ertragen, irgendwas von ihren Sachen wegzuräumen. Ohne Emilia ist das Haus nicht mehr dasselbe.
Finsternis erfüllt es. Eine Ruhe, die ich nicht ertrage. Auch wenn Lara noch zu klein ist, um zu verstehen, was passiert ist, spürt auch sie die Veränderung. Sie hat nur einmal nach ihrer Mutter gefragt und ich fürchte, meine Reaktion hat ihr Angst gemacht. Ich werde Winstons Hilfe bei Lara in den nächsten Monaten mehr denn je brauchen. Mir war nie bewusst, wie sehr Trauer einen Menschen zerstören kann. Doch ich bin am Boden zerstört. Ich weiß, ich kann dem Schmerz nicht entfliehen, doch ich werde alles tun, um ihn zu meiden. Ich werde den Westflügel verschließen, solange ich hier lebe. Es wird so bleiben, wie Emilia ihn verlassen hat. Vielleicht findet Lara eines Tages dort Antworten. Nach allem, was Atlas getan hat. Ich glaube, das war Dads Taschenuhr. Genau um 12 Uhr nachts stehen geblieben. Wie konntest du ihm von der Expedition erzählen? Mir wurde alles zu viel. Ich musste mit jemandem reden. Er ist doch schließlich mein Bruder. Ich traue ihm nicht. Musst du auch nicht, Richard. Aber bitte, vertrau mir. Tut mir leid, Liebling, aber ich kenne ihn. Er geht an die Presse, dann springen die Investoren ab. Dann geh, ohne mich. Heute Nacht. Ich kümmere mich um Atlas und treffe dich nächste Woche in Tibet. Ich war so jung. Aber an diesen furchtbaren Streit erinnere ich mich. Meine Eltern hatten es nicht immer leicht. Das ist Dad. Ist wohl Familientradition, aber ich kann mir nicht vorstellen, sowas von mir machen zu lassen. Das Parfum meiner Mutter. Dieser vertraute Duft. Ich sehe sie beinahe vor mir. Ich glaube, diese Reise war nötig, damit ich den Schritt wage. Ich konnte Richard in seinem Element erleben. Seine besten und schlechtesten Seiten. Ich habe die Reinheit und das Chaos seiner Leidenschaft erlebt. Und habe erkannt, ich will seine Leidenschaft in meinem Leben. Jeden Tag. Es ist getan. Richard wollte noch 4 Tage bis zu meinem Geburtstag warten, aber ich nicht. Wenn ich mich für etwas entscheide, handle ich auch. Wir haben eine kleine Kapelle in Luxor gefunden. Roth und die anderen waren dabei, als wir uns bei Sonnenuntergang in diesem herrlichen Land das Ja-Wort gaben. Mutter wird mir nie vergeben. Atlas wird wütend sein. Aber das kümmert mich nicht mehr. Ich bin frei von den Verpflichtungen der Demornes. Frei, meinen Leidenschaften zu folgen, umgeben von jenen, die mich ermutigen und herausfordern. Ich freue mich auf die Zukunft, was immer sie bringen mag. Morgen kehren Richard und ich als die Crofts nach London zurück und gehen gemeinsam unseren Weg. Okay. Ich platze vor Stolz. Emilia ist schwanger. Unglaublich, wie ein so simples Ereignis das ganze Leben verändert. Wir wissen noch nicht, was es wird, aber wir überlegen uns schon Namen. Vielleicht Benjamin, nach meinem Großvater. Oder auch Griffin? Er war ein noch berüchtigterer Croft als ich. Nein, Emilia ist dagegen und überzeugt, dass es ein Mädchen wird. Sie mag Klassiker wie Scarlett oder Kate. Aber ich konnte sie für Lara begeistern. Eine Anspielung auf den Sonnengott Ra und unsere Zeit in Ägypten, in der das Kind gezeugt wurde. Ich denke viel über dieses neue Leben nach. Wie ähnlich sie uns wohl sein wird. Bei all meinen Forschungen zu Unsterblichkeitsmythen habe ich vielleicht die offensichtlichste Antwort auf die Fragen, die mich quälen, ignoriert. Wir leben durch unsere Nachkommen weiter. Unsere Gene, DNS, Erfahrungen. Weitergegeben über Generationen. Vielleicht ist das die simple Wahrheit des ewigen Lebens. Und ich war einfach nur zu stur, sie zu akzeptieren. Vielleicht hat Dad das Geheimnis der Unsterblichkeit entdeckt, ohne es zu wissen. Moms Ehering hat mich immer gefragt, was damit passiert ist. Die Inschrift ist verblasst. Hm.
Mom an ihrem Hochzeitstag. Sie sieht so schön aus. Genau wie die Tochter. Da steht ein Datum. Irgendwas im Oktober. Mist, die Zahl ist verblasst. Der Hochzeitstag war im Oktober. Aber an welchem Tag? Dass ich das nicht weiß. Irgendwo muss noch ein Hinweis sein. Ich erinnere mich. Den hat Dad Mom zum Geburtstag geschenkt. Oktober. Moms Geburtstag. Ich bin sicher, meine Eltern haben im Oktober geheiratet. Ich glaube, um Moms Geburtstag herum. Amelia wäre dagegen gewesen. Das allein hätte ausreichen sollen. Aber ich bin, wie ich bin, ein sturer Narr. Ich habe die Türen des Westflügels verschlossen und werde sie nicht wieder öffnen, bis entweder mein Leben oder meine Sturheit endet. Am Vorabend sagte Roth, ich würde meine Meinung noch ändern. Wie ein gebrochener Arm würde die Wunde heilen und eines Tages würde der Gips abfallen und wir wären wieder gesund. Die plumpe Metapher machte mich wütend, als wäre unser Verlust nicht mehr als eine Unannehmlichkeit. Harte, doch wahre Worte, aber ich habe getan, was ich muss. Vielleicht reißt Lara eines Tages die Türen wieder auf und lässt die Sonne hinein. Vielleicht findet sie ihren Frieden an diesem Ort. Katze, du beißt mich. Es funktioniert, das alte Ding noch. Achso, Leute, warum ich nicht rede, weil das ist gerade so spannend, ey, die Geschichte. Okay, Leute, dann sage ich mal, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like, das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Ihr könnt mir gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Ich werde es mal auf jeden Fall anschauen. Und ja, dann sage ich mal, au revoir, ciao, bis dann. Euer Yakuza. Tschüss.